Im Ring ist man auf sich selber gestellt. Man kämpft alleine, man gewinnt alleine, man verliert alleine. Im Kampf gibt es nur dich und deinen Gegner. Boxen besteht aus so viel mehr als nur simple Schläge auf den Gegner. Boxen ist ein Schachspiel. Mein Name ist Ilias Ivgen. Ich bin 21, wohne in Würrelos in der Region Baden. Ich bin vor 11 Jahren in die Schweiz gekommen und vor ziemlich genau 10 Jahren habe ich mit dem Boxen angefangen, da im Boxen. Mein Vater hat da trainiert, mein Vater boxt schon seit ich denken kann. Und durch ihn bin ich eigentlich wie auf den Sport gekommen. Er hat gesagt, komm mal mit in das Probetraining. Ich habe einen Sport gesucht, seit ich den Fußball aufgehört habe. Und der Rest ist Geschichte. Disziplin und mentale Stärke ist dabei alles. Boxen bedeutet für mich persönlich alles eigentlich. Es gibt mir Selbstvertrauen. Hat mir damals, als ich in der Pubertät war, unglaublich viel Stärke gegeben, mental. Es hat mich diszipliniert gemacht. Es hat meinen Körper gestärkt. Ich habe durch das Boxen so viele neue Sachen entdeckt, Sachen gefunden in mir selber, wo ich niemals gewusst hätte, dass die eigentlich in einem schlummern. Let's go. Yeah. If you get my number, then don't hit me on no dumb shit. We on demon time, my little hitters make the pump click. I've been anxious lately, let me hit you on my blunt quick. I leave Novikov and all these young people to come. I'm on this London town, for smoking double down. We ain't running into trouble, we can trouble down. Smash the radio, my rage is underground. Ich habe bereits über 50 Kämpfe national und international bestritten und diverse Titel für den Boxing Baden gewonnen. Mein Ziel in der Zukunft ist, in der Schweiz der grossen Masse den Boxsport eigentlich näher zu bringen. Er ist sehr verrufen und eine grosse Randsportart in unserem Land. Aber es ist eigentlich sehr schade, weil es ist so ein alter Sport und es steckt so viel mehr dahinter, als einfach nur jemandem ins Gesicht zu schlagen. Und mein grosses Ziel ist eigentlich wirklich, den Leuten den Boxsport weiterzubringen und dass ich später mal zurückschaue und genau wie die anderen damals sagen, ich habe nichts falsch gemacht. Klar, ein grosses Highlight war 2017, als ich meinen ersten Schweizer Meistertitel gewonnen habe in der Jugend. Aber die wahren Highlights die passieren fast tagtäglich bei mir eigentlich. Wenn ich zurückschaue und überlege, ich bin schon so viel besser als damals. Ich mache jeden Tag neue Fortschritte und bin schon besser als vor einem halben Jahr. Das sind die wahren Highlights und das ist das Einzige, was mich eigentlich jedes Mal, jeden Morgen zum Aufstehen bringt. Baden ist für mich relativ schnell zu einer Heimat geworden, auch durch den Boxing. Der Boxing Baden ist seit über 50 Jahren ein Teil der Stadt und Leute aus allen möglichen Positionen trainieren da bei uns. Ich habe mich integrieren durch den Club, ich habe die Sprache gelernt, ich habe Kollegen kennengelernt, neue Kontakte geschaffen und so kann ich mich wie gar nicht mehr wegdenken von da. Für mich persönlich erhoffe ich, dass ich immer dranbleibe, dass ich die Disziplin, die ich jetzt habe, weiter erhalte. Dass ich stets jeden Tag alles gebe und später mal zurückschaue und sage, ich habe das erreicht, was ich können erreichen konnte, was in meiner Macht war. Für den Boxsport in der Schweiz wünsche ich mir, wie schon gesagt, einfach nur, dass er anerkannt wird und die Anerkennung bekommt, die er verdient.
Und